Zum 30-jährigen Museumsjubiläum haben wir uns in der Sonderausstellung Heimspiele einem Thema angenommen, das im Benninger Gedächtnis ganz fest verankert ist, das Thema Fußball, die erfolgreichen Jahre des TSV Benningen um die 1950er, 1960er Jahre mit dem Aufstieg der Mannschaft in die oberste Amateurliga. Aber all diese erfolgreichen Jahre reichen natürlich nicht aus für eine große Jubiläumsschau, die von der Fläche viel größer ist als die sonstigen Sonderausstellungen. Daher haben wir das Ganze in die allgemeine Fußballgeschichte eingebettet. Wo kommt der Fußball überhaupt her? Wie konnte er in Deutschland zu diesem Volkssport Nummer 1 werden? Welche Einflüsse waren da wichtig? Welche auch politischen und gesellschaftlichen Veränderungen waren maßgeblich für die Entwicklung dieses Sports? Aber auch die Entwicklung des Frauenfußballs wird gezeigt. Darüber hinaus zeigen wir aber auch einfach, wie kann man sich mit Fußball auseinandersetzen. Man kann in der Ausstellung Tischkicker spielen, Tippkick oder eben sich auch am Torwand schießen, üben. Wir haben ein Vereinsheim aufgebaut, wie es eben im Sport üblich ist, denn auch das Museum im Adler war quasi das Vereinsheim der hiesigen Fußballer, als sie noch keines hatten. Hier hat man das Wunder von Bern geschaut, wo wir auch den U-Ton in der Ausstellung haben. Und hier kann man sich eben in ganz unterschiedlichen Bereichen der Fußballgeschichte, der Kulturgeschichte des Fußballs auseinandersetzen und aber auch kritische Aspekte des Fußballs wie Gewalt, Homophobie oder Bundesliga-Skandale werden natürlich in der Ausstellung auch beleuchtet. Musik